Das erste, was mir auffällt, wenn ich Wrong Turn 2 einlege, ist, dass der Film 10 Minuten länger dauert als der erste Teil. Und wenn Wrong Turn eines gefehlt hat, dann waren das 10 Minuten an Füllmaterial. Vor allem, wenn dann der Film noch so großartig anfängt, wie das erste, was wir sehen, ist ein riesiger Zweier, der langsam auf uns zukommt und unscharf wird, während alle Namen auftauchen und dann der Filmtitel einzelne Buchstaben für Buchstaben sich vor einem aufbaut, weil ich ja so dringendes notwendig habe, dass in der ersten Filmminute sich der Titel des Films wie quasi der größte Twist am Ende eines Films vor meinen Augen aufbaut, weil ich ja normal eine Minute, nachdem ich einen Film gestartet habe, nicht mehr weiß, welchen Film ich gerade schaue, oder? Weil, wo wir halten einen die Produzenten für so einen... Zwei. Zwei. Rotzen zwei. Ro. Roll. Wrong Turn 2! Ja! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet! Weil ich habe ja nur eine Blu-ray eingelegt, auf der groß vorne drauf steht Wrong Turn 2! Ganz ehrlich, wir brauchen uns nicht den Filmtitel als große Offenbarung verkaufen lassen. Das wäre so, wie wenn Christopher Nolan nach 20 Filmminuten auf die Idee kommt, hey, ihr schaut übrigens den Film Inception und so präsentiere ich es euch und quasi die komplette Stadt nur deswegen ummodelliert, dass nachher irgendwann einmal mit der Straßenkarte man Inception lesen kann. Es ist ein Gag für den Trailer und nicht für die eigentliche Eröffnungssequenz des Films, aber wenn ich dran denke, dass das der Moment in Wrong Turn 2 ist, der wahrscheinlich der beste und derjenige zumindest ist, der unsere Intelligenz am wenigsten beleidigt, dann habe ich wirklich Angst mittlerweile. Weil der Film beginnt mit irgendeiner unsympathischen Schauspieler-Darstellerin, die am helllichten Tag auf irgendeiner schön asphaltierten Straße mitten durch den Wald fährt und nichts Besseres zu tun hat, als sich komplett bei ihrem Produzenten oder Agenten oder sonst irgendwas zu beschweren. Was für ein unsympathischer Kerl er doch ist, weil er ihr das antut, dass sie was arbeiten muss, aber geh doch! Und vor allem, sie steht dann vor irgendeiner Abzweigung, die nicht auf der Karte verzeichnet ist, was ich bei einer asphaltierten Straße wirklich für schwer möglich halte. Der Agent meint dann zu ihr, you can't afford to make a wrong turn! Foreshadowing! Und vor allem, she already made a wrong turn! Sie spielt in Wrong Turn 2 mit und wie kann man quasi noch mehr falsch abbiegen bei seiner Karriere als das zu machen? Vor allem, sie schaut dann während dem Fahren weiter auf ihr Handy, schaut dann wieder mal auf die Straße, plötzlich steht ein Kannibale da, den sie natürlich überfährt. Irgendwie wird das mittlerweile schon mal zu einem Motiv in den Wrong Turn Filmen, dass Leute Idioten sind, mitten am helllichten Tag auf einer gut beleuchteten Straße Sachen niederführen, die mitten auf der Straße stehen. Und was mich noch mehr wundert, sie geht dann zu diesem Kannibalen hin, der quasi röchelnd am Boden liegt und macht vor allem währenddessen was wahnsinnig Intelligentes, weil sie steigt aus ihrem Auto aus, geht zu ihm hin und schreit um Hilfe. Mitten im Wald. Um Hilfe schreien. Wo niemand sonst irgendwo ist, außer Bäume. Ich glaube, Bäume waren schon irgendwie involviert bei der Entstehung dieser Szene, aber halt quasi eingerollt in Papiergewand. Yikes. Jedenfalls, sie will ihm helfen, nimmt eine interessante Erste-Hilfe-Technik, die ich ehrlich gesagt noch nicht kenne, weil, mein gut, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist ein kleines bisschen her, aber mir wäre es neu, dass man dann zu den Leuten hingeht und ihnen den Finger in den Mund steckt. Die Technik ist mir irgendwie neu. Oh, was ist mit dir passiert? Warte, ich helf dir. Warte, das haben wir gleich. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Zum Glück habe ich meinen perfekten Nummer 1 Lebensretter mit. Warte, Toastbrot!
Auf jeden Fall hat der Kerl dann auch das Überfahrenwerden so wahnsinnig gut überstanden, dass er einfach, während sie sich ihm nähert, ihr die Lippen abbeißen kann, dann wieder aufstehen muss und das Einzige, was er nach dem Aufstehen macht, ist quasi knack, knack. Sich die Schultern wieder einrenken, weil das ist ja nach einem Autounfall das Einzige, was möglicherweise irgendwie kaputt sein kann. Dann kommt noch ein zweiter Kannibale, übrigens der stärkste Mann der Welt, der sie mit einem Axtschlag in zwei Teile zerfetzt, sodass ihre Eingeweide auf der Straße landen. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass dieser, man könnte sagen, persönlichkeitsresistente Eröffnungskill zwar wesentlich blutiger ist als alles, was man möglicherweise in Wrong Turn 1 jemals gesehen hat, aber trotzdem von der Atmosphäre und der Spannung her aber nicht einmal ein Zehntel davon. Wrong Turn 2, beziehungsweise diese ersten gefühlten 30 Minuten, die wir mittlerweile über uns ergehen lassen mussten, sind einfach das perfekte Beispiel dafür, dass gorige Kills kein Ersatz für Atmosphäre sind. Aber egal, als Nächstes sehen wir den Trailer zu dieser Reality-Show, zu der diese Tante unterwegs war. Das Beste ist, alle Charaktere dürfen jetzt ihren Namen und ihr persönliches Lebensmotto direkt in die Kamera rotzen. Und was für mich so wichtig und bewegend ist, dass kaum wechselt das Bild wieder in 16:9, habe ich alle Namen, alle Mottos, keine Ahnung, alle Weisheiten wieder vergessen und vergesse auch teilweise, dass die Leute überhaupt existieren. Die Frage, die ich mir in dem Fall ehrlich gesagt eher stelle, ist, gibt's eigentlich einen einzigen Horrorfilm, wo dieses ganze Reality-Show-Konzept wirklich funktioniert hat und that's it, zählt nicht. Allgemein muss ich zugeben, ist diese Parade von asozialen Kleinhirneinzellern wenig spannend, wenig interessant. Das Ganze mutiert relativ schnell zu irgendeiner Fremdschämorgie. Ah, ja, da fällt mir ein Film ein, wo dieses Reality-Show-Konzept großartig funktioniert hat, nämlich Battle Royale. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, hey, wie kommt der mitten während Wrong Turn 2 auf Battle Royale? Ganz einfach, der Kameramann der Show hat ein Battle Royale T-Shirt an, das mitten in die Kamera gehalten wird. Das wäre wie, wenn ich ein Review von Texas Chainsaw Massacre 4 mache und die ganze Zeit so da sitzen würde, um euch quasi nur zu zeigen, hey, es gibt auch bessere Texas Chainsaw Massacre Filme als den vierten. Wobei, gut, das ist ein Statement, das wahrscheinlich das harmloseste ist, was ich jemals über TCM 4 gesagt habe. Egal, außerdem erinnert ihr euch noch an diesen Grundsatz, den ich irgendwann einmal schon gesagt habe. Erinnere Leute nicht an bessere Filme inmitten deines schlechten Films, weil das ist erst mein Job. Und wirklich, ein Battle Royale T-Shirt in Wrong Turn 2 ist in etwa so wie ein Der Pate-Poster hinten bei der Dinner-Szene in Texas Chainsaw Massacre 4. Und das Schlimmste ist, in der 15. Minute müssen wir noch immer den Monolog von diesem Soldaten, Moderatoren, Darsteller über uns ergehen lassen, der uns quasi die Regeln von The Apocalypse genau erklärt und dabei einen einzigen kleinen Aspekt ein kleines bisschen vergisst. Es ist mir komplett egal. Alles, was in Wrong Turn 2 passiert, wo nicht das Wort Kannibale oder Mutant oder Verfolgung oder sonst irgendwas vorkommt, interessiert mich eigentlich recht wenig, weil die Charaktere, ja, ich meine, man muss zugeben, sie bekommen teilweise etwas mehr Charakterzeichnung als die aus dem ersten Teil, wobei man dadurch auch wieder lernt, dass nur weil jemand eine Persönlichkeit hat, das nicht automatisch gut sein muss für den Film. Weil, ganz ehrlich, der Film läuft 20 Minuten mittlerweile und hat einfach null Atmosphäre, ja? Und dann bekommen wir auch noch solche Erklärungen wie bei diesem Soldatenmonolog, was weiß ich, dass die Leute durch den Wald gehen müssen, irgendwelche Karten irgendwo reinschieben und dann gibt's eine Plakette, die irgendwie radioaktiv verseucht ist und das
Einer von den Leuten muss eine radioaktiv verseuchte Plakette mit sich rumtragen. Bin ich der Einzige, der das irgendwie, man könnte sagen, saublöd findet? Weil ist der Film von denselben Machern von Chernobyl Diaries oder von dieser Chernobyl-Szene aus Transformers 3? Radioaktivität! Luftig! Nein! Anyways, damit wir jetzt den kompletten Spannungs-Overkill bekommen können, und ich weiß nicht, ob ihr bereit seid, wenn nicht, bitte hinsetzen, anschnallen, festzurren, weil in der 20. Minute pinkelt jemand in den Wald. Großartig! Wenn ich dran denke, was alles beim ersten Dschungelcamp auf RTL passiert ist, das ist wesentlich spannender als das, was in Wrong Turn 2 passiert. Okay, gut, dann kommt ein Mutant, schneidet ihm die Kehle durch, skalpiert ihn, und das Ganze wäre möglicherweise ein guter Moment, hätte man sich nicht dazu entschlossen, einem das aus der Found-Footage-Überwachungskamera-Perspektive zu zeigen. In der 22. Minute legen sich die Kannibalen dann mit dem Moderator, Soldatendarsteller der Show an, was möglicherweise keine gute Idee ist, weil der hat immerhin eine Soldatenausbildung, schafft es auch einem der Kannibalen, ein Messer mitten in die Schulter zu schießen, trotzdem können ihn diese zwei Kannibalen relativ problemlos dann im Endeffekt überwältigen, wie auch immer. Zwischenzeitlich dürfen wir weitere Zeit mit unseren Charakterimitatoren verbringen und solchen Intelligenzdurchfall wie "You're a lesbian! How hot is that?" über uns ergehen lassen. Yikes! Und was ich mich frage, das dauert jetzt ein kleines bisschen, The Apocalypse ist mit Abstand die amateurhafteste Reality-Show aller Zeiten. Denn wir haben während der ganzen Show einen Kameramann. Dieser Kameramann muss den anderen Leuten natürlich während der Aufnahme live sagen, dass man während dem Interview nicht in die Kamera schaut. Außerdem rennt er mit einem Monopod, also quasi mit einem Stativ mit nur einem Fuß herum, was die Dreharbeiten sicher wahnsinnig einfacher macht. Außerdem ist auch das Format, in dem aufgezeichnet wird, relativ witzig, weil die ganzen Ausschnitte aus der Show, die wir bis jetzt gesehen haben, waren in 1:33, also quasi dem alten Vollbild und relativ grauslicher Qualität. Wenn wir durch seine Kamera blicken, sehen wir einen Vollbildausschnitt, in dem ein 16:9 Bild ausgegrenzt ist, wo dann drinnen steht 24p, 10:8, also 1080p, 24 Frames und so weiter. Logisch, ja, dass diese Fernsehminiaturkamera mit Kinoformat filmt, aber irgendwie egal. Außerdem haben alle Charaktere so eine tolle Kamera bei sich, die, wenn man genau schaut, ein kleines bisschen nach unten zeigt. Also wenn wir das Material von diesen Kameras wirklich verwenden würden, sehen wir Füße und Boden und alles das Spannende. Damit man ansatzweise was sieht über diese Kameras, müssen die Schauspieler so die ganze Zeit herumlaufen. Und zu guter Letzt haben wir noch mindestens 27 Kameras. Sicher wesentlich mehr, in den Bäumen versteckt, ganz weit oben, so dass der Boden nur mehr ganz klein und undeutlich zu sehen ist, dass man gar nicht mehr erkennen kann, was Leute irgendwie ansatzweise dort tun. Und außerdem ist das Ganze dafür, dass es 2007 produziert wurde, in ziemlich schlechter Bildqualität und, habe ich schon erwähnt, in Vollbild, einem Format, das es damals nicht einmal im amerikanischen Fernsehen mehr wirklich prominent gegeben hat. Und außerdem können wir uns noch wundern, wie viele Kameras es wirklich gibt, weil es kommt dann in der 27. Filmminute eine Szene, wo unsere Charaktere flüchten müssen. Wir sehen zuerst eben die Einstellung von der Perspektive neben dem Kopf, wo man sich denkt, okay, das ist die Kamera. Dann sehen wir eine Aufnahme von hinter dem Kopf, wo wir uns denken, was? Und dann kommt meine Lieblingsaufnahme, nämlich so wie quasi meine Kamera jetzt ist, nur halt beim Laufen und Flüchten mit Wackeloptik, quasi als hätte man irgendeinen Schultergurt hier befestigt, wo dann die Kamera wirklich vor ihnen montiert ist. Blöd, dass man das Ganze nie sieht. Kurz, die Produktion von dieser kompletten TV-Show macht überhaupt keinen Sinn. Die Qualität des erzeugten Bildes ist ekelhaft und außerdem fällt mir mittlerweile auf, gibt es scheinbar auch niemanden, der das Ganze schneidet oder aussendet oder sonst irgendwas, weil sonst müssten doch irgendjemanden diese ganzen Morde möglicherweise auffallen, die passieren. Und es wird außerdem niemals angesprochen, wie dieses ganze Material dann im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das Ganze schaut furchtbar gestellt aus, wobei gut, diese ganzen Reality-Shows sind ja wahrscheinlich in etwa so real wie, ja, point made.
Und was das Ganze für einen Sinn machen soll, keine Ahnung. Und muss aber zugeben, scheinbar möchten nicht einmal die Produzenten des Films, dass ich so viel darüber nachdenke, wie ich es gerade getan habe, weil in der 29. Minute, quasi genau 2 Minuten nach diesem Schwachsinns-Overkill der Kameraüberdosis, kommt eine Nacktbadeszene, die einem scheinbar ein kleines bisschen ablenken soll. Ach, anschließend, daran schläft dann die eine Darstellerin noch mit dem Kameramann, um mehr Screentime zu bekommen. Euch fällt vielleicht auf, dass in meinen Ausführungen in den letzten, man könnte fast sagen, 15 Minuten solche Wörter wie Mutanten, Verfolgung, Atmosphäre, Spannung nie vorgekommen sind, was meistens damit zu tun hat, dass der Film auch damit relativ wenig zu tun hat. Ganz ehrlich, nach 32 Filmminuten ist der größte Twist von Wrong Turn 2, dass die zwei Darstellerinnen davon eben eine, die Freundin des Kameramanns, die beiden dabei erwischt, wie sie sich am Flussrand miteinander vergnügen und muss aber zugeben, diesem Vollidioten kann man es auch nicht anders vergönnen, wenn er das öffentlich neben dem Fluss macht und weiß, dass seine Freundin dort herumläuft und ihn jede Sekunde möglicherweise erkennen könnte. Aber das Ganze ist jetzt nicht wirklich ein großes Problem, weil es wird zumindest im Film nie wieder angesprochen. Dann sehen wir zwei von unseren Charakteren, die einen Grillspieß klauen. Es kommt wieder zu irgendeiner Hausszene, die nur im Gegenteil, Gegensatz zum ersten Teil null Atmosphäre bietet. Zwei hören dann irgendwelche Schreie, schauen durch eine Tür, wo übrigens am Türrahmen Paint steht aus irgendeinem Grund. Und dann sehen sie irgendeine Mutantengeburt und ich kann nur sagen, Gemeinsamkeiten mit der Hills of Ice 2 sind nie eine gute Idee. Außerdem ist das Ganze ein billiger Ekelshop, der überhaupt nicht funktioniert. Unsere zwei Leute werden dann entdeckt und verfolgt, müssen durchs Plumpsklo flüchten, aber kommen trotzdem ganz sauber draußen wieder an. Eine wird gekillt, die zweite flüchtet dann und wir sehen ihre Flucht aus ihrer Kameraperspektive. Und spätestens das ist jetzt der Moment, wo wir uns denken, sieht das keiner? Ich meine, abgesehen davon, dass ich dieses ganze Datenvolumen relativ interessant finde, wie an diesem einen zentralen PC gleichzeitig das Material von wahrscheinlich über 100 Kameras kommen kann, dass irgendjemand das Ganze zurechtschneidet und aus dieser wirklichen Gülle eine ansatzweise interessante Fernsehsendung zaubert, aber dass das niemandem auffällt, ist einfach nur Blödsinn, dass es keine Produzenten gibt, die diese Produktion der Show irgendwie überwachen, die sich dieses Material ansatzweise anschauen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Währenddessen legt sich die eine, die vorher mit dem Kameramann geschnackselt hat, neben das Wasser, auf die Steine, muss sicher sehr angenehm sein. Es gibt irgendeine mega grausliche Mutanten-Masturbation nebenan, die in etwa so erotisch ist wie die vergleichbare Szene aus Evil Aliens. Und die Freundin, Schwester, Mutter, keine Ahnung was, nennen wir sie einfach freundlicherweise Mutantenbraut, von diesem Kerl findet das Ganze weniger prickelnd, geht dann zu Schlachtvieh Nummer 2 hin, verfolgt sie ins Wasser und schlitzt sie auf. Damit hätten wir einen unnötigen Charakter weniger in dem Film. Der Soldat kann sich mittlerweile übrigens befreien und alle Mutanten killen. Warum nicht gleich? Unser Kameramann kehrt ins Wohnmobil zurück, wundert sich, wo ist denn der Zweite, der eigentlich schneiden sollte? Was vielleicht meine Frage von vor 2 Minuten erklärt, aber nicht die Tatsache, dass natürlich die ganze Produktion oder so nicht von irgendjemandem überwacht wird oder sonst irgendwas. Was allerdings in der Zeit relativ cool ist, dass scheinbar einer der Mutanten, der definitiv weiß, wie eine Kamera funktioniert und was das ist, sich diese umgeschnallt hat und man jetzt in Ego-Perspektive sieht, wie dieser Mutant zum Wohnmobil kommt, dann vorne einsteigt und natürlich können die Mutanten das Teil auch starten und damit fahren, aber das ist wiederum eine andere Frage. Was auch sehr spannend ist, nachdem dieser Kamerakerl dann natürlich gekillt wurde, essen einige Leute an diesem gerade geklauten Grillspieß, entdecken plötzlich das Tattoo von Kimberly, upsie, und flüchten dann, kotzen sich natürlich quer über alle Schultern an, finden dann irgendwie eine Bärenfalle im Wald versteckt und einer kommt drauf, dass es in der Gegend keine wilden Tiere gibt. Im Wald gibt's nie wilde Tiere. Und dass die Kannibalen nicht Bären jagen, sondern halt Menschen. Und was ich am besten finde, ist, der eine stürzt, fällt quasi neben dieser Bärenfalle hin, schaut das Teil an und sagt, that's a bear trap! Ja! That's a speaker!
Setze Maus! Setze T-Shirt! Setze stupid, stupid Boobie! Anyways, ein Wald ohne wilde Tiere, ganz ehrlich, wollt ihr mir das wirklich verkaufen? Vor allem, wie kommt ihr da jetzt drauf, eine halbe Stunde nachdem ihr vom Kimberly-Rostbraten gespeist habt? Das Ganze ist irgendwie wenig glaubwürdig, genauso wie unser Soldat, der dann irgendwie zu irgendeinem Einzahn-Einsiedler hinkommt, und mit dem dann kurz redet, sich dort verarzten kann, aber natürlich, weil Redneck und Wald und böse und Klischee, will ihn dieser Redneck plötzlich umbringen, was unser Soldat damit kontert, dass er aus einer großen Kiste, die voll ist mit Dynamit, eine Dynamitstange nimmt, ihn den Gegner brennend in die Hose steckt, und weil dieser Redneck scheinbar nicht nur blöd, sondern auch blind, taub, geruchlos und quasi ohne Gefühle irgendwo ist, merkt er auch gar nicht, dass er quasi im Hintern eine Dynamitstange stecken hat, läuft nach draußen, hebt die Schrotflinte und ist buff, und er zerplatzt in irgendeinen blutigen Schleim, was natürlich relativ cartoonhaft rüberkommt. Im Endeffekt muss man meinen, egal, lassen wir das Ganze, ja. Unsere Gruppe trennt sich dann im weiteren Verlauf des Films wieder, weil es ist ja ein Horrorfilm. Einer wird dann in irgendeiner Falle gefangen, aber muss man sich vorstellen, er steigt auf irgendein Seil, wird dann nach oben hochgezogen, sagt zu ihr, befrei mich, ja. Und sie findet dann daneben am Baum dieses ganze Seil verknotet, der lockerste Knoten aller Zeiten, ganz einfach zu lösen. Nur sie geht quasi dran. Kann es natürlich nicht, steigt dann selber in die Falle, und der Jungmutant darf quasi seinen ersten Kill vollbringen, damit, indem er mit perfekter Perfektion es schafft, beiden, die nebeneinander hängen, durchs Auge zu schießen. Ja. Anyways, warum er sich dann nachher noch zu seinem Hostel-Zweischen Blutbad unter die Leichen stellen muss, keine Ahnung, ist ja auch egal. Das Finale des Films findet in irgendeinem Sägewerk statt, wie in Tucker und Dale vs. Evil. Allerdings ist es das einzige Sägewerk, wo vorher irgendwelche Fässer stehen, wo giftiger Abfall draufsteht. Quasi Toxis Paradies. Außerdem hat einer von unseren Charakteren, ein echter Name übrigens, Texas Battle ist, irgendwie eine Taschenlampe mit, und die andere meint, die ist doch verboten. Er meint, oh, genauso wie dein Müsli-Riegel vorher. Ach ja, der Müsli-Riegel war so wichtig, dass ein Film 20 Mal erwähnt wird und mir im Review bis jetzt nicht einmal wichtig war. Auf jeden Fall, frage ich mich auch, wenn es irgendwie verbotene Gegenstände gibt bei dieser TV-Show, vielleicht die Leute nicht ansatzweise durchsucht oder irgendwas. Na egal, auf jeden Fall ist eine Sache, die Wrong Turn 2 besser löst als sein Vorgänger, nämlich dieser riesige Autofriedhof mit den hunderten Autos der bisherigen Opfers, ist diesmal Opfers. Was für eine tolle Mehrzahl. Ist diesmal nicht unter freiem Himmel, sondern indoors irgendwo gelagert. Zumindest so, dass man es im Vorbeifliegen nicht gleich sehen kann. Was ich auch interessant finde, ist, dass das ganze Kannibalen-Thema etwas stärker zelebriert wird als noch im ersten Teil. Quasi wie wenn man vergleicht Texas Chainsaw Massacre aus 1974 und das Remake. Diesmal sehen wir inklusive Essenszubereitung aus Leichenteilen und dem Verzehren von irgendeinem grauslichen Eingeweide, Schlatzweine, wirklich schlecht werden kann. Alles. Das Ganze ist mehr oder weniger dann zum Schluss auch aufgezogen wie die Dinner-Szene aus Texas Chainsaw Massacre. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass sie überhaupt nicht subtil ist und einfach nur auf grauslich gespielt wird und dadurch so gut wie keine Wirkung hat. Trotzdem ist irgendwie die Atmosphäre, sobald das Finale in diesem Sägewerk beginnt, ansatzweise in Ordnung. Nur halt nicht ganz ernst zu nehmen, wie sich dann der Soldat auf Phantomkommando herrichtet, inklusive Gesichtsfarbe, die er sich vorher drauf geschmiert hat, wo ich mich frage, wo er die her hat, aber egal. Er spielt dann in diesem Sägewerk Sam Fisher, aber aus Sam Fisher wird relativ schnell Duke Nukem, der mit irgendwelchen dynamitpräparierten Pfeilen Mutanten in blutigen Matsch zerschießt. Und dazu irgendwelche One-Liner von sich gibt, großartig. Und am Ende wird dann dieser Soldat mit irgendeiner Morgenstern-Stacheldraht-Wurfkette gekillt. Und
Morgenstern-Stacheldraht-Wurfkette. Könnte das möglicherweise das längste Wort sein, das ich jemals geschrieben habe? 32 Zeichen. Spannend. Anyways, die letzten Mutanten werden dann in irgendeinem Baum zerkleinert, werden mit einem Stamm hineingestoßen, der in der nächsten Aufnahme dann plötzlich wieder verschwunden ist. Der Film endet, wie er begonnen hat, mit dem Auto von unserem persönlichkeitsresistenten Eröffnungskill. Und unsere Leute fahren weg und zum Schluss gibt's noch irgendeinen unnötigen Stinger, wo jemand ein Mutantenbaby mit grauslichem Wasser füttert. Yay! Wrong Turn 2 ist aus. Großartig, ich hab's hinter mir. Wrong Turn 2 ist das ideale Beispiel dafür, wie eine Fortsetzung nicht ausschauen sollte. Er schafft es in den letzten 15 Minuten ansatzweise Atmosphäre aufzubauen. Das Finale im Sägewerk ist, abgesehen davon, dass die Ideen hauptsächlich aus Texas Chainsaw Massacre und irgendeinem Ego-Shooter stammen, nicht wirklich kreativ, aber trotzdem, sagen wir mal, zumindest blutig und ansprechend inszeniert, dass zumindest der Gorehound ansatzweise Gefallen dran finden kann. Das ganze Reality-Show-Setting mit den entsprechenden Analviolinen ist sicher nicht das Ideale, was einen Film die Stunde davor ansatzweise tragen kann. Die Charaktere nerven, die Charaktere haben keine Persönlichkeit und im Gegensatz zum ersten Teil, wo es einem irgendwie nicht aufgefallen ist, dass wir entweder mit Karton, Stein oder Styropor zu tun hatten, reibt einem der Film wirklich die Belanglosigkeit seiner Schlachtvieh-Überdosis noch in jeder Szene mehr oder weniger unter die Nase, was mit der Zeit einfach nur anstrengend wird. Wrong Turn 2 kann man nicht als total Reinfall bezeichnen, weil der Film zumindest ansatzweise teilweise noch ansprechende und gut inszenierte Szenen bietet, trotzdem als Gesamtkonzept und vor allem als Fortsetzung des atmosphärischen oder mehr oder weniger subtilen Wrong Turns ist es trotzdem eigentlich nicht wirklich gut gelungen.